So, ja, ich wollte noch schnell meinen Beitrag zum Wochenthema leisten. Ich hoffe, man kann mich halbwegs verstehen. Ich kann nicht ganz so laut sein gerade. Ja, Thema ist ja noch, was Surf gegen Akne. Ich hatte damals in der Jugend schon das Problem und leider halt auch jetzt wieder. Und das ist halt schon ziemlich uncool, wenn man mit 27 noch so einen Streuselkuchen hat. Aber es gibt ein paar Sachen, mit denen man positiv einwirken kann auf jeden Fall. Angefangen bei mir persönlich zumindest bei der Ernährung. Möglichst wenig verarbeitete Sachen essen, halt am besten ganz verzichten auf solche Fertigsachen wie Pizza oder so McDonalds-Kram, Cola, Nutella, sowas alles am besten ganz sein lassen, diese ganzen zuckerhaltigen Sachen. Stattdessen viel Wasser trinken, also so 1,5 bis 2 Liter am Tag. Das hilft auf jeden Fall, das spült quasi den Körper ja frei, sag ich mal. Und wenn ich das konsequent mache, dann verbessert sich auch die Haut. Und ich persönlich nehme halt Magnesium und Zink als Kapsel zur Nahrungsergänzung. Und das Zink hilft auf jeden Fall auch sehr gut gegen Hautprobleme. Ansonsten kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich habe von Garnier so ein 3-in-1 Waschgel, das ich morgens und abends benutze, das ist ganz gut. Und es gibt auch noch sowas, so eine Creme, die heißt Triacneal. Die ist leider ziemlich teuer. Hilft aber auch ganz gut, vor allem nicht gegen akute Akne, sondern auch gegen so Flecken, die bleiben. Und das hilft dabei, dass die schneller verschwinden. Einfach, das ist schon ganz praktisch, aber wie gesagt, das ist halt sehr teuer. Wenn es halt ganz schlimm ist, kann man natürlich aus dem Hautarzt gehen und sich irgendwelche Salben oder Tabletten geben lassen, aber die sind ja auch immer so ein bisschen heftig, glaube ich, also und haben wohl auch einige Nebenwirkungen und auf sowas möchte ich eigentlich verzichten. Ich weiß ja, dass wenn ich darauf achte, auf meine Ernährung und viel Wasser trinke und wenig Alkohol konsumiere, am besten halt auch nicht rauchen, ist halt auch schlecht für die Haut. Wenn man halt darauf achtet, dann müsste sich eigentlich eine Besserung einstellen. Und wenn das halt nicht funktioniert über so ein paar Wochen oder es sich wieder verschlechtert, obwohl man sich weiter daran hält, dann wäre der Gang zum Hautarzt vielleicht schon nicht schlecht. Ich dachte erst, das würde am Präparat liegen, aber jetzt so ungefähr einem Jahr, wo ich halt gewechselt habe, ist da aber kein Unterschied. Also manchmal kann es halt daran liegen, aber ja, ich glaube, dass es eher weniger auf das Präparat an sich ankommt. Manche haben einfach Pech, sag ich mal damit. Ja, das sind so meine Tipps. Mehr habe ich gar nicht auf Lager, deswegen heute mal etwas kürzer als sonst und bis zum nächsten Mal. Thank you.